Hallo, mein Name ist Dr. Petra Pfaffel von der Herz-LAG Bayern. Einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist dort der Präventions- und Rehabilitationssport. Dazu zählt auch Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus. Wir sprechen hier von Diabetes mellitus Typ 2. Über 6 Millionen Menschen sind in Deutschland aktuell von Diabetes mellitus betroffen und etwa 95% davon sind Typ 2 Diabetiker. Diabetes mellitus Typ 2 basiert auf einer Insulinresistenz. Der Zucker, der sich im Blut befindet, kann dadurch nicht mehr an die Zellen gelangen, wo er für den Stoffwechsel benötigt wird. Bewegung und Sport können eine sinnvolle, wichtige Ergänzung der Therapie sein. Um Effekte zu erzielen, ist es wichtig, regelmäßig und dauerhaft aktiv zu werden. Für Typ-2-Diabetiker ist Ausdauer- und Krafttraining ideal, denn dadurch können sie Fettdepots reduzieren und die Insulinresistenz der Zellen können sich verbessern. Erste Effekte eines regelmäßigen Trainings kann man bereits nach einigen Wochen feststellen. Ehe Sie Ihr Training beginnen, ist es wichtig, Folgendes zu beachten. Erstens, für die richtige Medikamenten- und Insulindosis für Sport und Bewegung gibt es beim Typ-2-Diabetiker kein Patentrezept. Klären Sie dies unbedingt vorab individuell mit Ihrem behandelnden Arzt. Zweitens, starten Sie das Training nicht auf nüchternen Magen. Drittens, sorgen Sie für richtige Getränke bereits im Vorfeld Ihres Trainings. Es eignen sich für den Typ-2-Diabetiker isotonische Getränke oder Magnesium- und kalziumreiche Mineralwasser. Viertens, haben Sie beim Training immer 4 bis 5 Stückchen Traubenzucker in Ihrer Sporttasche für den Fall einer Unterzuckerung. Fünftens, messen Sie auch nach Bewegung und Sport Ihren Blutzuckerwert. Durch den sogenannten Muskelauffülleffekt kann es auch nach dem Training zu einer Unterzuckerung kommen. Eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining wird für Typ-2-Diabetiker als besonders wirkungsvoll angesehen. Optimal ist ein Bewegungsprogramm, bei dem Sie 5 bis 6 Mal pro Woche ca. 30 Minuten bei einem mittleren Anstrengungsgrad aktiv werden. Sie sollten die Bewegungsbelastung dabei als etwas anstrengend empfinden und problemlos weiteratmen können. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus Typ 2 kann viele positive Effekte haben. Sie können damit zum Beispiel Ihre Stoffwechselvorgänge wieder mehr ins Lot bringen, Gewicht reduzieren, wieder mobiler werden und sich so alles in allem wieder viel wohler in Ihrem Körper fühlen. Ein echter Gewinn. Weitere Übungen und Informationen zum Umgang mit Diabetes mellitus finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Werden Sie aktiv. Viel Spaß dabei!